Hallöchen, liebe YouTuber, da sind wir auch schon wieder bei uns in der wunderschönen Werkstatt. Ja, wir haben ja beim letzten Mal uns so schön um die Optik von den Fahrzeugen drum gekümmert. Da werden wir heute uns jetzt mal im Bereich der Mechanik und Technik hier wieder uns hingeben und diese Wagen für uns auf Vordermann bringen. Ja, ich würde sagen, wir nähern uns so langsam allen Fahrzeugen. Beziehungsweise wir müssen langsam auch mal umgucken nach einer Werkstatt, nach einer Werkstatterweiterung. Da wir allmählich an die Platzgrenzen rankommen. So, ich kann auch schon mal raus, der Wasserpumpe. So, ah da, die Rolle. Weil beim letzten Einkauf war es ja schon so, dass wir die Dings, der Wumms, Dings. Wir fangen nochmal von vorne an. Ja, beim letzten Auktionshauseinkauf war das ja schon so, dass wir das habe ich schon wieder nicht. Es ist schon spät. Muss auch dabei sagen, wir haben jetzt schon 2 Uhr nachts wieder, wo ich aufzeichne. Da können so manche Wörter etwas schwer werden. Den Garagenplatz, den Parkplatz. So. Der Parkplatz, der uns zurzeit zur Verfügung steht, haben wir schon leicht ausgereizt. Ja, das wollte ich damit sagen. So ein einfach, ein recht einfaches Wort mit so einem langen Text. Ja, gut. Nichtsdestotrotz, das Ding haben wir ausgereizt und werden jetzt demnächst uns leider umgucken müssen nach einem neuen Garagenstellplatz. Noch. Der kostet uns wieder 50.000, der nächste kostet 100.000, also brauchen wir mindestens nochmal 150.000 für die Parkplätze, die wir langfristig gesehen für unsere Zwecke eh benötigen werden. Weil wenn man jetzt hochrechnet, es sind 6 Stellplätze, genau 6 Stellplätze pro Parkplatz. Dann haben wir ja 5 Parkplätze zur Verfügung. Da sind wir bei, waren das 6? Meines wären 6, ja. Und 4 Rahmen zur Verfügung, genau. Haben wir 24 Stellplätze. Und von den 24 Stellplätzen haben wir ja zurzeit, gibt es ja 21 Wagen. Also müssen wir definitiv erstmal uns, damit wir alle Wagen auch für uns herrichten können, müssen wir eben auch den Stellplatz auch noch kaufen. Aber ich freue mich auf den Zeitpunkt, wenn es dann heißt, dass wir echt den letzten Wagen dann zusammenbasteln für unser Projekt. Es wird noch ein teures Projekt, muss man schon dabei sagen. Also, wenn man sich überlegt, den Earthquake rechts und den GTR sind wir alleine schon zum Einkauf sind wir schon 120.000 los. Und dazu kommt dann noch die Restaurationsgebühr von gute 30.000. Also sind wir 150.000 nur für die beiden Wagen schon mal eben weg. Aber mal schauen, das kriegen wir schon alles hin. Wir haben ja gesehen, wie man das gute Geld macht, mit welchem Auto. Und daher. Wir haben ja auch, glaube ich, jetzt schon mittlerweile, glaube ich, zwei teure Wagen haben wir ja schon. Zurzeit müssen wir 2 haben, genau. Und die erstmal stehen ja sowieso jetzt bald die billigen Autos das Mal dran noch. Einen haben wir ja schon stehen, wo wir dran gehen werden. So, den mache ich auch schon mal hoch. Dann schraube ich Ben schon mal drüber ab. Weil das ist endlich mal ein kleiner Wagen. Das ist ein kleiner Wagen, man wird es nicht glauben. Man wird den Unterschied gleich sehen. Das ist mir nur ein R4 Motor. Den haben wir gleich so schnell auseinandergepflückt. Weil an dem Motor ist nichts dran. Ja, das Problem ist, ich würde auch gerne öfter mal solche kleinen Wagen nehmen. Nur leider, sind wir mal ehrlich, wir sind... Ich habe jetzt bald schon jeden Wagen gezeigt, den wir hier in dem Spiel haben. Nur wir kommen langsam so in den Bereich rein, wo es auch heißt mit Kundenfahrzeugen, beziehungsweise Karren, die wir nur nehmen, um eben die Kohle auf uns zu besorgen für unsere Projekte. Versuche ich auch schon jetzt die zu wählen, die gewinnbringend sind.
Und jetzt nicht anfangen, hier mit dem 55 Piccolos hier hinzustellen. Wenn man sich belegt, wir restaurieren 5, 6 Piccolos. Wie sie schön heißen. Wie heißen sie wieder? Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Zum Beispiel hier den Katagigi Katsumoto, den wir ja haben. Davon können wir gut 3 Wagen restaurieren, bis wir den Gewinn drin haben, wie für einen von den Großen. So, und das ist jetzt eure Entscheidung eigentlich, wie man es eigentlich am besten machen kann. Oder wie ihr es gerne haben wollt. Ob wir jetzt solche Kleinkisten alle machen. In der Hoffnung, dass wir eben dadurch ein paar Mark gewinnen. Oder ob wir eben jetzt erstmal die schnellere Variante wählen und eben die nehmen, die auch finanziell wirtschaftlich sind. Aber ich möchte auch nicht, dass es für euch zu langweilig wird, das Ganze. Das ist ja auch so eine Sache. Wir sind ja schon, wir werden noch lange Zeit hier in Autos dran rumschrauben, mit ganze Zeit auseinandernehmen, zerlegen, auseinandernehmen, zerlegen. Ne? Also, da werden wir jetzt sowieso schon noch eine Weile dran sein. Also ich tippe mal so auf 30 Autos auf alle Fälle, die wir noch locker machen werden müssen, damit wir eben die finanziellen Polster soweit haben, beziehungsweise dass wir uns so ein paar Sachen auch leisten können. So, zack, 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 jetzt nehmen wir den R4 Motor hier mal auseinander, jetzt werdet ihr gleich einen kleinen Unterschied sehen. Gleich ratzfatz haben wir hier gleich alles daneben liegen. Sofern ich die wieder die kleinen Scheißdinger auf die Zündkerzen treffe. Das Ding weg. So. Also wir müssen ja vorne jetzt erstmal zerlegen. So. Bing bing. Zweimal voll daneben gehauen. Gut, das war nicht Dr. Wackelzahn zu machen, hätten wir jetzt schon verloren. Und was mir gerade so einfällt, wir haben ja noch Skillpunkte. Wir können ja gleich auch noch die Garage fertig alles freischalten. Vom Bereich Optik. Da haben wir ja auch noch ein bisschen was. Ich glaube, der hier war ein 16V, ne? Ja, der war ein 16V. Der hat 2 Nockenwellen. So. Aber ganz schön voraussetzt, dass sich da drin überhaupt noch was bewegt. Das ist ein Wunder eigentlich, oder? Oder täuscht das? So, der raus. Jetzt machen wir oben den kleinen Teil jetzt auch noch alle weg, damit wir die gleich nicht vergessen. So, den raus. Boah, ist der rotze schwarze Filter. Mal gucken, ob da überhaupt noch was rauskommt, aber ich glaube mal nicht mehr. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ja, die Pumpe raus, weil die geht ja bei diesem Wagen ja nur von oben. So, bis der hochfährt, können wir hier schon mal ein bisschen was machen. Jups. Er sieht vom Gesamtzustand eigentlich noch recht gut aus eigentlich, ne? So. Muss man schon mal sagen. Ich glaube, sobald wir die 3 Wagen fertig haben, steht ja bei uns jetzt an der GT20, ne? Zweimal. Für ein paar Mark wieder auf die Tasche zu drücken. Weil diese Reparatur wird uns jetzt wieder unter die 200.000 drücken. So. Und dann schauen wir mal, dass wir vielleicht, haben wir gleich das Glück, dass wir so die Kleinwagen immer gleich alle wegschnaufen können. Dass wir wirklich mal so ein Katagiri, weitweise welche Wagen jetzt finden, werden wir sie mitnehmen. Beziehungsweise, wir werden mal gucken, ich werde mal gucken, wie, nachdem wir hier alles gemacht haben, vom der Reparatur, wie da unser Kontostand weiter aussieht. Ob wir dann nicht erst noch den Garagenplatz noch mitnehmen. Und dann erst ins Auktionshaus rein, damit wir auch Platz haben, zu den Karren unterzustellen. Falls wir ja Glück haben und wir kriegen, wir finden jetzt hier die ganzen Kleinwagen, die wir jetzt alle brauchen. Es wäre ja schön, wenn wir sie kriegen würden. Weil dann würden wir vielleicht noch ein paar mitnehmen.
Oder wir werden uns ja immer speziell erstmal die eine Folge dafür Platz nehmen. Oder ich werde es, oder ich bin auch überlegen, ob ich das mit euch zusammen mache. Weil das langweilig wird. Das wird wirklich langweilig. Oder ich mache das schnell offscreen, das Ganze. Und werde euch damit verschonen, weil das wird jetzt eine Stunde in Anspruch nehmen wahrscheinlich. Im Bereich Auktionshaus. Die ganze Zeit Auktionshaus durchlaufen lassen. Gucken, dass wir gleich jetzt erstmal gleich ein paar Wagen ziehen noch, die wir brauchen. Also von wegen, wie gesagt, den Katagiri. Das ist ein schönes Auto. Nachteil ist nur, er ist bei mir, ich weiß nicht, wie es bei euch danach ist, aber bei mir ist er relativ selten im Auktionshaus. Und es gibt echt Wagen da drinnen. Ihr habt ja gesehen, es gibt Wagen, die sind da, sieht man da wie Sand am Meer. Und es gibt Wagen eben, ja, die sind, wie gesagt, eine Sorte sind selten, die anderen, die sind extrem viel im Auktionshaus. Wir haben mal fünf gesehen, wir haben innerhalb von einer Auktion waren es jetzt viermal dasselbe Auto ausgezogen. Also von sechs Autos waren es zweimal dieselben. So, nochmal die Hinterachse weg, das kommt auch alles weg. So. Dann fangen wir hier schon mal an wieder mit Teilen einbauen. So, deswegen habe ich auch ein paar mehr gekauft immer. Hinterachse RWD, haben wir davon keine mehr. Okay, ich gucke auch mal direkt, bevor wir jetzt da loslegen, weil ich glaube, die RWD-Hinterachse brauchen wir gar nicht mehr so oft, ne? Da werde ich mal versuchen, Teile zu reparieren. Da war ich wieder zu schnell. Das war klar, das war wieder die Pumpe, ne? Also das war das teure Teil. Ah, die ist mal durchgegangen. Wie ihr seht, das sind die teuren Teile, die wir bekommen machen. So Kleinteile, die nichts kosten, ne? Die behalten wir jedes Mal. So, ich gucke jetzt einfach mal nicht hin. Wir klicken jetzt einfach mal durch. Also Hinterachse haben wir schon mal repariert. Das war der Zylinderkopf. Da. Gut, da brauchen wir jetzt nicht nochmal eine neue Hinterachse erstmal zu besorgen. Weil ich glaube, würde ich eine Hinterachse besorgen, anstatt wieder irgendwelche teuren Teile wie so ein Motorblock. Weil wir wollen ja auch ein bisschen Geld sparen jetzt. Wir wollen ja nicht mehr so viel jetzt hier raushauen. So, ratsch. So, da wieder eine neue Buchse rein. So, und zack, eine Scheibe drauf. Da können wir hinten schon mal wieder zusammensetzen, den Hinterbau. Weil wir zwar haben, das haben wir, ne? Problem ist jetzt nur bei dieser Folge, ich habe leider jetzt nicht auf die Uhr geguckt, wann wir hier losgelegt haben. So. Ich werde jetzt Pi mal Daumen machen. Wir werden jetzt das Auto noch zusammenbauen mit der Hinterachse, werden das nächste auch von unten weiter zerlegen an Hinterachse, werden zusammenbauen. Und dann werde ich erstmal vorsichtshalber einen Folgenende reindrücken. So, wir müssen Felgen aussortieren. Sage ich immer wieder. Das nimmt also mit den Felgen hier überhand. So.
gerade noch eine Position, wie man hier gut rankommt an das blöde Lager. Das gibt's da jetzt nicht. Ich krieg wieder das Rad. Muss das Rad nochmal runternehmen. Ich komme mal wieder an das blöde Lager nicht ran. So, jetzt komme ich da ran. Jetzt sagt das Lager, jo, du darfst. Ja. Wups. Jetzt sieht's gut aus. Jetzt machen wir nicht das wieder das falsche Rad dran. Wir müssen ja wieder die Tuningfelge drauf patschen. Ich werde die Tuningfelge wieder drauf machen. Ich finde, die sieht mich gut aus. Nur schatte ich jetzt einmal drauf war, dass er die dann sagt, hier, das ist die Original. Das wäre noch auch noch schön. So, Endpot können wir auch schon dran setzen. Tanks müssen wir auch wieder besorgen. Das werde ich jetzt mal direkt tun. So, wir brauchen eine Karosserieladen, Bereich Motor, wir brauchen noch ein paar Tanks. Weil die müssen immer ausgetauscht werden, bei jedem Auto. So. Machen wir das auch. Und ich glaube, der Bereich Mittelschalldämpfer war das. Gerade weil ich gesehen habe aus dem Augenwinkel, der auch nicht mehr so gut aussah. Sups. Basteln wir hier erstmal alles zusammen wieder. So, das mache ich erstmal das Lager da unten rein. Sups. Und schwupps, dann haben wir das auch. So, wunderschön, wunderherrlich. Sups, sups. Gut, jetzt müssen wir mal gucken, welche Antriebswelle das war. Da haben wir ja auch schon wieder die letzte verballert. Felgen, 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 Felgen. Retro 12. Das waren ja die alle von dem Muzzle. Wie gesagt, felgentechnisch werde ich nachher nochmal aufräumen. So, da kommt die kleine Querschnur, müssen wir drüben gucken, ob wir die überhaupt da drüben eingesetzt haben. Und nicht, dass wir die gleich schon wieder hier vergessen haben. So. Ne, da haben wir sie. Wunderschön. Wunderschön. Da sind wir hier soweit durch, wieder mit der Hinterachse. Das sieht sehr gut aus. So, und das gleiche Spiel machen wir jetzt hier auch. Da fällt mir ein, der Kleine hat noch keine Tuning-Felgen gekriegt, ne? Und jetzt sollte ich mal gucken, welche Farbe dazu eigentlich passt. Ob wir jetzt hier schwarz-silber drauf machen oder ob wir hier komplett schwarz drauf machen. Ah, der hat dieselbe Hinterachse jetzt, wie die wir gerade zerpflückt haben. So, dann müsste der auch gleich die C-Hinterachse haben. So, nehmen wir alles von hinten auseinander. Ja, so langsam kriegt man so ein leichtes Gefühl für manche Sachen. Okay, ich weiß, ich möchte auch gar nicht wissen mit der Statistik, wie viele Autos ich bis jetzt schon hier zerlegt habe und welche, wie viel ich hier wieder hier zusammengenagelt habe. Vor allen Dingen, wenn man ja mit mehreren Spielständen noch hier zusammenspielt. Hinterer Achsschenkel A war das. Davon haben wir nämlich keine mehr. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Da können wir gleich nochmal einkaufen gehen. So, das weg, das weg, das weg. Jetzt gehen wir zum Tank. Wieder Pumpe raus, Tank weg. Und jetzt geht's hier drüben weiter. Das Ding mal weg. Nein, jetzt mal kommt das hier oben. Wir fangen langsam an. So, die kommt auch weg. Zack. Jetzt gehen wir nach hier hinten dran erstmal. So, haben wir jetzt alles daneben liegen schon. Und jetzt kommt das Feld runter. Ja, ich glaube, wir haben ja Blau-Silber-Prinzip, das Farbobjekt. Da weiß ich echt noch nicht, welche Felgen ich hier drauf ziehe. Ups, 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 ups. Ah, gleich habe ich es. So. Gut, haben wir es auch raus.
Ja, wie gesagt, mit der Entscheidung, wie wir es danach mit den Autos machen, wir müssen es noch gucken. Wir müssen es echt mal sehen. Beziehungsweise ich muss es sehen. Ob ich es euch zutrauen möchte oder nicht. Oder wie oder was, ich weiß echt noch nicht. Hinterer Achsträger. Wir werden immer noch mal Teile reparieren gehen. So, eine Hoffnung, dass wir hier ein paar Sachen reparieren können. Wahrscheinlich ist jetzt das mal genau der Achsträger. Knack. Nee. Nee, wir konnten ihn reparieren. So. Alles klar, den haben wir repariert. Ich weiß mir noch nicht, wie viele von diesen Achsträgern wir brauchen. Wahrscheinlich die ganzen RV-Varianten, die werden hier wahrscheinlich drauf haben danach. Jetzt mal hier wieder die kleine Buchse rein. Zip. Dann haben wir den ja bald auch durch. Okay, bald. Es wird noch eine kleine Weile sein. Ich weiß, ich möchte echt mal gerne wissen, wie lange das dauern wird, bis wir ihn dann bekommen auch. Wie viel der Auktion das sein wird. Weil ich muss ehrlich sagen, die Katagiri, so oft habe ich den bei mir noch nicht drin gesehen. So jede 10., 15. Auktion mal. Sieht man vielleicht mal einen. So, oh, Bremsscheiben haben wir auch keine mehr. Müssen wir gleich mal auch mal dran denken, ne? Bremsscheiben einkaufen. Weil die brauchen wir garantiert noch. So, hier ist alles soweit zusammen. Aber irgendein Teil fehlt noch. Genau, das kleine. So, jetzt will er Felgen haben. Bei Felgen müssen wir jetzt erstmal kurz im Tuning-Shop mal nachgucken. Was haben wir denn im Felgenbereich drin für ihn? Silber-Schwarz. Weil die möchte ich jetzt nicht unbedingt nehmen. Ich würde sagen, wir nehmen die Retro 2 in schwarz. Oder die Retro 3? Retro 3. 1, 2, 3, 4. So. Retro 7 in schwarz hätten wir auch gerade Rotze schwarz gehabt. Aber wir haben ja jetzt... Wo sind sie denn jetzt? Die da gewählt. In schwarz mit silbernem Rand, damit die so ein bisschen Akzent noch haben. So. Zack, zack. Das ist sogar der hintere Achsschenkel A für den hier. Stimmt, der hat ja keine Triebwelle dran. Ah, was anderes ist ja für einen Allradler. Die Welle. Also gibt es ja, wie gesagt, A, B, C sind ja wahrscheinlich dann Antriebswelle, Allradler und ohne Antriebswelle. Sups. Zack, zack, haben wir das auch drin. Jetzt kommt noch der Dämpfer drauf. So, ich hoffe mal, dass sie auch 100% der Teile auch Teilezustand 100% Pinion bekommen. Sips. Dieser Schenkel noch dran. Da müssen wir oben das Domlager noch reinmachen. Darf ich mal wieder nicht vergessen, weil das ist nämlich so auch wieder so zwei Kleinteile, die man gerne mal vergisst. Und vor allem zu der jetzigen Zeit, das ist, schlimm. Benzinpumpen haben wir auch nicht mehr. Müssen wir ja auch mal dran denken. Weil nämlich jetzt geht's nämlich los. Bremsscheiben haben wir keine mehr. Also Bremsscheiben und Benzinpumpen brauchen wir jetzt. So, Bremsscheiben nehmen wir mal welche mit. Und sicher jetzt habe ich hier schon mal von welcher. Motortechnisch haben wir gesagt Benzinpumpen. Ups, haben wir auch Benzinpumpen. Weil für die drei Wagen, die wir jetzt hier aufbauen, kriegen wir ja keinen Pfennig für. Weil das ja unsere sind. Zap.
Da würde ich sagen, sind wir jetzt hier durch. Ich schaue noch mal kurz ran und rüber. Aber es sieht gut aus. Wir sind soweit hier durch. Sips. Ah, da habe ich glaube ich eins zu früh schon weggenommen. So, ich wollte eigentlich jetzt Feierabend machen für heute. Für die Folge jetzt hier. Aber mit der Schalämpfe haben wir und Abgascut fehlt jetzt. Abgasanlagen. Mal ein paar Abgascuts noch mitnehmen. Gut, und an dieser Stelle. Ja, die Felgen sehen aber gut aus auf dem Auto. Werde ich jetzt ein Folgenende machen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge und dann geht's weiter mit den beiden Süßen. Also bis gleich.